Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es ein Dessert und zwar ein leckeres Schichtdessert mit Erdbeeren und ein bisschen Schlagsahne. Und das Ganze so simpel, nämlich in 15 Minuten ist es erledigt. Wenn ihr ein bisschen fix seid, auch in 10. Und dann kommt das Ganze noch für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank, damit die Schlagsahne ein bisschen durchziehen kann und fester wird. Und fertig ist das Dessert. Zuerst nehme ich eine Schüssel, gebe die Sahne dazu. Und dazu kommt etwas Vanillezucker, um das zu süßen. Und jetzt wird die Sahne steif geschlagen. Im anschließenden Schritt kümmere ich mich um die Erdbeeren. Die werde ich vierteln. Ihr könnt frische nehmen. Ich habe hier gefrorene. Und jetzt brauchen wir noch Kekse. Für den Boden vom Schichtdessert. Den mache ich schön bröselig. Und anschließend wird das Ganze geschichtet. Erst der Keksteig. Dann etwas Sahne, dann wieder Erdbeeren, Sahne und oben noch etwas Minze. Ich habe euch ja gesagt, es ist super einfach und hier ist übrigens so ein cooler Löffel, den kann man hier so reinhängen. Finde ich morgens für einen Kaffee ganz praktisch. Dann muss ich direkt mal probieren, wie es denn überhaupt schmeckt. Super lecker und erfrischend, vor allem mit Minze, ist es auf jeden Fall eine super leckere Sache. Wenn ihr es feiner haben wollt, könnt ihr die Erdbeeren auch noch übrigens pürieren oder auch mit anderen Früchten ersetzen. Mango passt zum Beispiel super dazu. Ihr könnt auch mehr Kekse reinmachen, wenn ihr wollt, oder andere Kekse verwenden. Das Ganze ist also super variabel und natürlich abänderbar. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist nochmal unten verlinkt. Einfach draufklicken, da kommt ihr auch zu meinem Online-Shop. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage dann schon mal einen guten Appetit.